So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin der Zubarock. Ja, wenn dir das Video gefallen sollte, dann lass doch ein Like da, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Würde ich. Oh, guck jetzt mal an hier. So langsam kommen wir da hin. Gut, da ist noch ein bisschen was zu tun. Aber das fehlt ja auch noch, das Stück, ne? 3379 Arbeitstage, alter Freund. Jungs, gebt Gas. Beeilt euch ein bisschen. Das kann auch schneller gehen, ne? So, wir wollen mal gucken, dass wir hier eventuell die... Was haben wir hier denn? Vertriebsbüro, was fährst du denn hier? Warte mal, war das die... Da waren noch die zwei, die gefehlt haben, ne? Chemieplant und Kleidungslager. Chemieplant, wo ist das hier oben, ne? Da fehlen Pflanze. Uns fehlt da ein LKW. Warte mal, wir lassen noch einen LKW mehr besorgen. Und zwar geschlossen. Genau den hier, ne? So. Ein Gebäude brennt. Ach du Himmel. Stromtransformator. Noch viel schlimmer. Und der hat... Oh, der hat sogar eine... Der hat einen Anschluss. So, was sagt die Feuerwehr? Ist unterwegs. Aber das Dumme ist, wir haben keinen Saft hier, ne? Nee, kein Strom. So, Feuerwehr, wo bist du? Hallo? Das brennt hier. Wo ist die Feuerwehr? Die steht bestimmt im Stau. Natürlich, da sind sie. Ach, die orgeln jetzt durch den Stau durch. Ich glaub's jetzt nicht. Jungs, kommt in die Klamotten. Das brennt hier. Das wird immer schlimmer. Lasst ihn doch mal durch. Alter Freund, kann ja nicht wahr sein. Ich hab's Privatautos, ne? Furchtbar. Heute ist Sonntag, ist Fahrverbot für sowas. Ist die Feuerwehr, ist der Helikopter da? Nee, ist nicht da, alles klar. Okay, Feuerwehr ist vorhanden. Gut. Mein Gott, das wäre noch was gewesen. Weggeflammt hier. Kann man das nicht abkürzen? Die fahren alle da unten rum viel. Wir können ein bisschen rumbasteln. Warte mal, wir bauen ein bisschen eine Straße hier. Betonbrücke. Jetzt sollten wir eine Straße hier rausholen. Und zwar... Geht da eine Straße raus? Tatsächlich geht noch eine Straße raus. Das wird aber zu voll, ne? Mit drei Abzweigungen. Ach, egal. Ich soll mal Spaß machen, ne? So. Wie weit kommen wir denn da hin? Ich muss einen höher, ne? So. Komm ich da irgendwo? Pass mal auf, wie war das hier? Warum bist du denn schon wieder runter? Hallo? Nee, klar, da muss ich doch wieder ganz normal so hier. Das muss doch gehen. So, zack. Haben wir das auch ein bisschen entschärft? Vielleicht fahren denn da ein bisschen mehr Fahrzeuge in die Richtung. Wäre natürlich nicht schlecht, ne? Nee, irgendwie nicht. Weil. Noch ein, zwei fahren da rum. Was machen sie? Was war das denn für eine Flöte? Der fährt da oben durch. Kann er nicht hier die Abkürzung nehmen? Na gut, wird schon klappen. Also, ne? Brauchen wir es mehr? Nee, jetzt nicht. So, was haben wir jetzt? Kurz mal Bevölkerung gucken. 1100 bei Mutti wohnen. 28.400 Einwohner, Freunde. Wir haben bald die 30.000 zu fassen. 1400 Arbeitslose. 10%. Ich glaub's ja nicht. Das geht ja gar nicht.
Was machen wir da? Ich mag gar nicht gucken. Ich mag gar nicht gucken, wo die sind. Wo sind die Arbeitslosen? Alter, hier unten. Da, voll. Hier oben auch. Alter Freund. Uiuiui. Ui. Hier auch so viele. Na gut, das geht noch. Hier unten geht noch. Okay. Die 7 warten auf den Prof. Wir 100. Aber ich meine, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. 61 Professoren haben wir hier. Hier haben wir 60 Professoren. Das ist gar nicht mal so doof. Vielleicht noch eine mehr. Wäre gar nicht schlecht. So, wie sieht es hier oben aus mit Arbeitern? Hier dürften noch gerne welche arbeiten. Also das wäre nicht das Problem. Das wäre nicht schlecht. Da sind 100. 64 von 80. Habe ich das runtergedreht hier? Sieht ganz anders aus, ne? Ja, wir haben massenhaft hier Klamotten, also hier Stoff, ne? Wir können nicht lagern, exportieren. Elektrokomponente. Wo war die hin? Die war drüben, glaube ich, ne? 82,2 Rot, das ist voll. Wie ist das hier? Ach du Schande. Ich sehe schon, wir müssten mal. 338 Autos stehen hier rum. Ich glaube, wir müssen mal. Okay, pass mal auf, wir brauchen hier was anderes. Welche nehmen wir denn? Beetle nehmen wir nicht. Der ist nicht schlecht. So, in Silber. Den nehmen wir dafür mit. Lass mal die ganzen Autos wegfahren hier. Das wird ja langsam mal voll hier. Gottes Willen, habe ich gar nicht gesehen. So. Hü-hot, mein Freund. Gib Gas. Mal sehen, wie viele Autos der mitnimmt. Auf jeden Fall einen ganzen Berg, ne? Man kann es auch nicht sehen. Man kann das irgendwie nicht. Man kann es höchstens zählen. Das ist das Einzige, ja. So, der macht sich auf den Weg. Die Autos müssen weg. Weil das ist hier auch schon wieder. 74 stehen hier rum. Gar nicht gesehen. Guck mal an hier. Der ganze Hof ist gelb. Mann, wie viel Stahl liegt denn hier rum? Alter Freund. Fast 300 Tonnen Stahl. Stahl müsste auch laufen, ne? Stahl müsste auch funktionieren hier oben. Guck mal, 83 Tonnen haben wir hier rumlaufen. Wie viele Leute haben wir hier? 98, auch nicht schlecht. Taxis, made by Zuwa. Genau, Analikus. So. Das läuft. Wo ist er hin? Da fährt er. Wir haben ja wenigstens was vor, ne? So ist es ja nicht. Wenn das dann mal laufen würde hier. Warum bremst das wieder hier? Warum bremst das? Ach, hier unser Plattentransport. Da geht aber. Nee, das ist ein Ziegel. Stimmt. Das sind Ziegel. Was war das hier? Stahl und... Ach, da werden die Sachen ja sowieso gleich wieder weggefahren auch, ne? Was hast du mit? Erzähl mal. 80 Leute, das ist nicht viel. So, der müsste gleich da sein. Wo ist er jetzt? Da kommt er. Da kommt er. So, hau den Hubel voll. So, schon mal 74 sind ja schon mal drauf. Da passt noch eine Batterie mehr raus. Wir gehen da drauf. So, warte mal. Wir gehen da rauf. Gottes Willen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 40 Autos pro Wagen. 80, 160 Autos. 160 Autos gehen wir kurz über, ne? Auf Reise. Was verdienen wir denn da dran? 262.000.
Also 262.972. Kann das mal einer ausrechnen? Durch 160. Bin mal gespannt, was ein Auto kostet. Da steht's doch. 1655 Rubel. Brandneues Fahrzeug. Das ist aber ein bisschen mager, ne? 1655. Das ist aber echt ein bisschen schwach. Oder? 1655. Das ist aber echt mager. Was kostet das hier beim Händler? Warte mal, ich geh mal kurz zum Händler hier. Warte mal. Warte mal, wo ist das hier? Neues Fahrzeug kaufen für Rubel, da. Und zwar der 1655, steht's auch. Gleiche Preis. Okay, bringt nichts. Diese kleinen Gurken wollen wir nicht bauen. Wir bauen mal was Teures. Was ist denn hier wert? Der hier. Der ist richtig was wert, der Schwatte. 6.700. Gut. Der dauert natürlich ein bisschen länger, ne? Und wir bauen mal, wir stellen mal unsere Produktion um. So, und zwar... Warte mal, wo ist denn der jetzt hier? Ah ne, warte mal, das wollte ich jetzt gar nicht. Da steht auch nicht drauf, was der wert ist, ne? Steht nicht drauf. Wir kaufen nochmal einen für Rubel. Persönliches Auto. Wo war der hier? Der hier, ne? Haben wir auch andere Farben für? War das der hier? Der T617? Ich kaufe den einfach mal. Den auch. Die teuren Gurken. Der hier erst recht. Warte mal, wir müssen mal gucken. Was war das jetzt? So auszukaufen, wollte ich jetzt nicht. Behalte den mal fest hier. Ich muss mal kurz das Auto raus nochmal gucken. Warte mal. So. Fahrzeug kaufen für Rubel. Wert. T614, das ist der teure. Den billigsten. Wir haben den billigsten gebaut. T614. Wir bauen jetzt einen T614. Fertig. Was haben wir jetzt davon? Warte mal. Bauplan. Wie Quatsch. Das sollen wir noch hier. Da wollen wir hin. So. Wert. Da. Den hier. Den bauen wir mal in Blau. Warum nicht? Blau ist doch schön. Was haben wir sonst noch für Farben? Blau schön. Wenn man blau. So. Anakelikos, kannst du eigentlich auch Loks herstellen und verkaufen oder geht es bisher nur mit PKW? Na, es geht mit alles. Ich kann alles theoretisch machen. Ich müsste bloß für Loks, müsste ich einen Lokschuppen bauen oder Lokfabrik. Das müsste ich noch bauen. Das könnte ich auch bauen. Weil hier ist ja eigentlich genug Kram drinne. Da könnte ich auch Loks bauen. Warte mal, das können wir eigentlich machen. Wo war es jetzt hier? Da, zack. Bahnfertigungslinie. Genau sowas brauchen wir. Der müsste denn theoretisch... Wo ist denn hier die Straße? Hat der eine Straße irgendwo? Gut, Straße ist da, wo die sehr unpraktisch ist. Der müsste denn theoretisch dahin. Der müsste irgendwie dahin gebaut werden. Weiß ich, geht das überhaupt? Nee, geht natürlich nicht, passt nicht. Weil da oben dieses Gleis dann noch im Weg ist. Der müsste jetzt Gleis umbauen. Der wird aber da oben hinpassen. Das Problem ist nur, ich kriege da keine Leute hin. Ich muss da irgendwie Leute hinfrachten und ich weiß nicht genau, wie ich das hinkriegen soll. Weil die kommen ja mit dem Bus, ne? Wie waren wir denn hier drin eigentlich, Leute? 73 von 400, also wird das noch lang weg von. Das ist weit weg von richtig gut. Von wo fährt der denn eigentlich? Der fährt hier ab, ne? Die fahren hier ran, die Busse.
Ich weiß auch gar nicht, wie viele Busse ich da fahren lassen habe. Die fahren. Haltestelle Auto. Und. Haltestelle Auto. Was ist das hier, ne? Das ist der andere Laden. Das ist der hier, alles klar. Das reißt natürlich nichts raus, ne? Lass mal die Haltestelle gucken. Was haben wir denn da? Drei Fahrzeuge auf der Linie. Drei Fahrzeuge auf der Linie. Wir können da theoretisch auch noch mehr fahren lassen. Da fahren jetzt drei drauf. Richtig, richtig, ne? So. Irgendwo haben wir hier eine... Konstruktionsbüro. Was ist das für ein mickriger Laden? Sag mal, furchtbar. So, hier haben wir noch was. Das Auto kann gleich verkauft werden, brauchen wir eh nicht. Das war ein Fehlkauf. Was ein Fehlkauf? So, ein Bus. Kapazität. So, 63 läuft der Hobel nur. Kilometer pro Stunde. So, 145 Leute. Bringt aber uns aber nichts. Was sind das denn für Kisten? Icarus 260. 256. Die werden gar nicht mehr gebaut, die 260er, richtig? Doch, ist noch da. Da ist er doch. So einer. Nee. Der läuft nur 66. Mehr ist das nicht. Alter, ist der lahm. Ist der lahm. Das geht ja gar nicht. 100. Nur, aber nur 45 Mann, natürlich. Das ist das Problem, ne? 85, 75. Der ist schon mal interessant. 80, 55 Leute. Der ist ein, nehmen wir den hier. So, den nehmen wir mit. Den verkaufen wir gleich wieder. Warte mal. So. Halt mal fest. So, Fahrzeuglinie zuweisen. Hühot, haben wir die auch. So, jetzt haben wir reichlich Wagen erfahren. Mal sehen, wie das klappt. Ob das geht. Wie viel sind hier drauf? Der Zug ist mal voll, ne? 306. Das sind auch die ganzen Schüler hier, ne? Furchtbar. Wir werden die Schüler nicht los. Das ist das Problem. Was holt er hier ab? 25 Arbeiter. Er soll wohin? Kopfbahnhof, Hauptbahnhof. Er soll die Schüler abholen, richtig? Er soll beladen mit... Ja, nimmt alles mit. Von mir aus machen wir das so rum. Und hier genauso. Dann können die auch weiterführen. Vielleicht bringt das irgendwie was, wenn wir die so ein bisschen von einem Bahnhof zum nächsten setzen, ne? Wir haben auch einen Zug, der nur Schüler fährt. Aber das wird ja auch zu viel hier wiederum, ne? Wir wissen ja gar nicht, wohin damit. Wir haben jetzt, ja gut, 67 sind da, stehen da eine Bohne in der Nase rum. Also hier haben wir 181. Wir brauchen noch eine technische Uni. Wir brauchen noch eine neue Uni. Das nützt alles nichts. Wir brauchen noch eine Uni mehr. Das Problem ist aber auch, wir müssen da irgendwie Leute hinkarren. Was haben wir hier? Die Secret Police. Alles gut. Also was haben wir hier? 120. Hier ist kein Essen vorhanden. Warum ist hier kein Essen drin? Problem, ja. Ich sehe schon. Menge begrenzen. Da ist das Problem gewesen. Ich muss was rausschmeißen. Ja, so. So. Das war mein Problem. Wir konnten da kein Essen lagern, weil, wie gesagt, kein. Weil der Lager voll war. Mit Klamotten. So, das haut jetzt aber hin. Wir brauchen noch eine neue Uni. Frage ist, wo bauen wir die neue Uni hin? Wir brauchen eine neue. Und hier unten wäre ja Platz. Hier ist nirgendwo Platz.
Das ist immer das Schöne. Hier oben wäre Platz für eine Uni. Denn wenn wir die ganzen Jungs, die hier oben wohnen, weißt du, die werden wir schon mal abfangen. Weil eine Schule ist da, Kindergarten ist da, hier wird noch eine Uni passen. Wie ist denn bahnhofstechnisch? Wie ist das hier mit dem Laufen? Kommen wir denn da überall hin? Kommen wir überall hin? Also würden wir eine Uni hinkriegen. Hier kommt eine Universität hin, hier oben. So, eine Uni. Pass mal auf, bauen wir die Originale? Lass mal gucken, wie sieht die aus? Wo ist die? Ist die hier zwischen? Nee, ne? Alkoholkultur, Sport. Nee, das müsste hier sein. Schule, Kindergarten, Medizin, Technische Universität. Was haben wir sonst hier noch? Hauptquartier der Kommunistischen Partei. Das ist doch was. Die haben wir noch gar nicht gebaut. Was ist das überhaupt? Das ist auch so ein Unikrams, oder nicht? Das sind auch die Universitätsknechte, ne, die hier arbeiten. Das Ding haben wir noch gar nicht gebaut, das Teil. Das müssen wir, also wir müssen das ja, das müssen wir hier, also wir müssen ja eigentlich sowas bauen. Müssen wir eigentlich theoretisch. Was haben wir hier? Max 300 Studenten. Was haben wir hier? 225 Studenten. 100 Arbeiter, 100... Ja, weißt du was? Den bauen wir. Genau. Hier oben schön hin. Wie sieht denn die Kussen jetzt toll aus? Ist egal, ne? Da sind ganz... So, so rum müsste da hin. Nutzen wir da oben die Straße mit. So. Da wird sie gebaut. Für die... Für die politischen Kader von morgen, genau. Für die Besten der Besten, nicht? Dürfen wir ja nicht vergessen. Die müssen ja auch irgendwo hin. So. Dahin. Kriegen wir das hier hinten noch hin? Jawohl, ja. So. Dann macht das mal gleich fertig. Dann nehmen wir auch gleich die Straße hier mit. Die kann auch gleich gebaut werden. So, weil die Kohle muss mal raus. Ne? Also wir haben jetzt hier, was haben wir jetzt? 42,5 Millionen. Rubel auf dem Konto, also wir wissen gar nicht, wohin mit dem Kram. Ich wollte gerade sagen, was flattert hier so? Wo steht denn der still? Nee, alles gut. Der ist hier vorne. Der holt den nächsten kranken Verletzten ab, wenn man so will. So, was hier gibt's hier Gemecker? 40 ohne Job. 70 kann man Sportart teilnehmen. Das ist natürlich doof, ne? Also das sind Sportarten und so, ist natürlich echt Panne. Würde mich auch stören. So, jetzt immer die Frage, wie viele Autos haben wir eigentlich jetzt hier rumfahren? Wir haben 444 Autos fahren hier bei uns rum. 444 Autos, 730 Arbeitslose und 1400 bei Mutti-Wohner. Wir werden der Sache nicht Herr. Wir werden der Sache nicht Herr. So viel Gebäude, so viel Wohnung können wir gar nicht bauen, weil wir haben 109%. Produktivität. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir zu viele Arbeitslose haben. Weil die müssen ja auch irgendwie weg, ne? Hier, zum Beispiel die ganzen da. Jetzt nämlich hier oben wieder drin. Da steht er nämlich wieder und kriegt seinen Kram nicht los. 600. Am liebsten würde ich den ja mal wirklich hier oben hinschicken, ne? Weil hier oben wird gebraucht. Hier zum Beispiel, da passt was rein. Was ist hier noch los? Ja gut, da wird auch noch was reinpassen. Aber auf jeden Fall hier oben, da passt was rein. Da können wir Stahl produzieren, dass das nur so rumpelt. Und hier oben werden die echt gebraucht, die Jungs. Was haben wir hier? 71 ab, das ist nichts, ne? Ich würde gerne mal so einen großen da hochjagen mit 600. Aber der Weg ist zu weit. Das ist doofe. Der ist voll mit Leuten. Ja, ist gespeichert, ich weiß. So, pass mal auf, das haben wir. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 260. Wenn wir die alle loswerden würden, ne? Dann fährt er einmal hier hoch und von mir aus kann er dann einmal ganz da hochballern. Aber das ist viel zu viel. Ne, machen wir. Das machen wir einfach mal. Noch einen Stopp hier oben hin. So. Jetzt wollen wir mal schauen, was er macht. Das müssen wir uns einmal angucken. Das nützt alles nichts. Was haben wir hier? Warte mal.
Liste. Neue Fahrzeuge verfügbar. Cool. Müssen wir mal schauen. Noch ein neuer. Ambulanzen hat Abel, Feuer gelöscht. Wunderschön. Gebäude brennt. Uff. Das ist alter Kram. Das haben wir alles, erlebt. Sozusagen. So, zack, wo ist er hin? Da kommt er nicht weiter, weil was? Das Ding ist frei. Gib Stoff. Da kann zwei Züge gleichzeitig an. Diese, von diese kleinen... Ah. Diese kleinen Dinger, die nerven mich total an. Weil der fährt nur hier raus zum nächsten Stopp. Wo ist er hin? Bis dahin fährt er. Damit das hier beliefert wird. Da kann man theoretisch den noch mit abbringen, dass er einmal runterfährt, hier ablädt. Weil so viele Leute sind es hier nicht. 80, 80, 100, also das ist alles Minimum. Das können wir auch noch mit begehen, hier sozusagen. Und der fährt wohin? Wieso fährst du jetzt die Richtung? Warum fährst du jetzt die Richtung, bitteschön? Er soll zum Eisen hoch. Warum fährt er die Richtung? Er kann doch von hier aus hier hochfahren. Nee, kann er nicht. Der kann da nicht hochfahren. Ich sehe das jetzt auch gerade. Der kann ja nicht um Ecke rum. Ach du großer Himmel. Das ging natürlich in die Hose jetzt. Ja, jetzt fährt er erstmal ein halbes Jahr durch die Gegend. Jetzt nimmt er den Weg. Genau. Mal sehen, vielleicht kriegen wir das ja hin, dass der... sauber durchfahren könnte. Mit 463 Leutchen. Ein Passagier, der sieht ein bisschen was von der Welt. Jetzt hoffe ich mal, dass er nicht zu lang ist. Ne, höchstwahrscheinlich nicht. So, schmeiß jetzt voll raus. So. Und husch nach Hause. Was hat der mit? Bitte ja los? Nee, nicht ganz. Ach Mist. Wird nicht alle los. Ärgerlich. Aber dann fahren wir doch mal mit hier. Durchs Winterwunderland. Das müssen wir noch optimieren. Das geht so nicht. Das müssen wir echt noch optimieren. Mit den Haltestellen. Dass wir die beiden kleinen Gurken da wirklich ja, weglassen. Weil die bremsen uns extrem aus. So, weg, 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 weg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Leute da noch rumstehen und auf uns warten. Und gerne mitfahren wollen. So. Der macht sich voll hier.
Okay. 7%, 1100 Arbeitslose. Der hat natürlich jetzt was zu bauen, zu powern. Also der muss echt noch. Der muss hier hin und her fahren. Das ist natürlich doof. Was hat er mit? 196. Das wäre natürlich genial, wenn der jetzt noch eine Haltestelle mehr kriegt, wenn er hier noch einmal anhält. Und wir die kleinen Kisten hier rausnehmen. Viel zu viele Schüler hier. Aber da fährt ja ein Zug, der Schüler fährt, ne? Wo ist der hin? Ist das der hier? Na, nach mehr. Hauptbahnhof, Kopfbahnhof. Das ist der Kopfbahnhof, das sind die ganzen Schüler. Die soll er da abholen. Kopfbahnhof. Nimm nur die Schüler mit. So, nur Schüler mit dem Fertigausende. So, dann haben wir es so. Dann sind die Schüler auch weg. So, wie fährt er noch mit? 475. Hier ist eine ganze Menge Leute, die hier durch die Gegend gekarrt werden. Aber das Problem ist ja, wie gesagt, wir müssen das hier eventuell hier hinten mal umbauen. Dass wir das noch irgendwie... Dass wir hier einen größeren Bogen fahren. Weil das Gleiskreuz ist ja sowieso groß. Riesig. Glaube ich, ne? Das ist ziemlich groß. Richtig? Ja, es ist unheimlich groß. Wenn wir das Gleise hier, diese beiden, also dieses Fahrgleis, was hier kommt, wenn wir das weiter hier rüberziehen und einfach hier, dass wir hier so einen Bogen hinkriegen, jetzt sparen wir uns den Weg nämlich draußen rum. Ein Gebäude brennt, auch das noch. Wo brennt's denn? Im Kino! Der brennt im Kino! Oh, das ist aber kein Kino, das ist mehr ein Kiosk. Ah, die Feuerwehr ist unterwegs, ne? Ich hoffe mal schwer, dass sie unterwegs ist, weil... Da kommen sie schon, alles klar. Also Feuerwehr läuft, ne? Das ist so... Das funktioniert bei uns. Gut. So, die Folge ist schon wieder durch. Sowas von. Flughafen ist auch schon fast nicht ganz fertig, aber irgendwann. Kann ja ganz schnell passieren, dass der fertig wird. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, hier den ersten Flieger mal landen zu lassen. Na gut, das muss auch alles fertig werden. Das hat keinen Sinn. Gut, hier können sie denn fahren. Wenn das hier auch fertig wäre... Na, es kommt schon hin. So, aber wie gesagt, die Folge ist durch. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Workers and Resources. Bis dann. Ciao.